Ich habe auch immer ein Glück. Sind wir nah dran? Glaub schon. Ethan? Ethan! Ethan! Ach du. Ethan, ich bin unterwegs. Moment. Ethan, was Warte. wird denn das Feeling? Hier ist er auch, Ethan. Ethan? Ethan? Ich habe die neuen. Alles okay? Nein, ich habe eigentlich noch gar kein Resident Evil gespielt, Keine außer Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. 4 und 5 ein bisschen. Bin gleich da. Boah, das geht doch in die Hose. Er hat so große Angst, wenn ich ihm zu nahe komme. Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Gibt's ihm aber das Glob. Na, okay. Wäre ich nicht so in Angst Das ist hatte, würde mit ich es auch mir. spielen. Alex, bist du dir sicher? Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Nein. Sehr gut. Zeig's mir. Alles okay? Das ist gerade wohl auch gar nicht wichtig, würde ich sagen. Ich bin gerne Horror, aber dann Mir hast ist du es irgendein wichtig. Feeling, boah, Alter, nee. Da würde ich ja sterben. Okay, dann. Ich bin beim sag Man ich of dir Bescheid, Medan wenn ich schon es rauskriege. gestorben. Ich komme darauf Und das habe ich zurück. noch nicht mal allein gespielt. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Nein. Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Nein. Denk schon. Also Sehr ja, gut. aber Du nein. machst das super. Oh, da war ich Und in denk die dran. Hose. Bleib konzentriert. Was hast du gegen Dann Horror? geht alles glatt. Ich habe nichts gegen Horror, ich habe einfach nur Angst. Ich Kinderspiel. bin Feigling. Ich bin ganz große Angst habe. Kinderspiel. Ganz, ganz großer. Ich sag mal so, wenn ich anderen dabei zugucke, ist das das eine. Wenn ich selber spielen muss oder gucken, also richtige Filme gucken muss, dann ist das das andere. Ich sag mal so, gucke ich einem Gronkh zu, ist es halb so wild. Das spiele ich selber. Ah. Halt durch, Ethan. Und ach, dann Ich VR komme. vor. Ja, genau. Das werde ich niemals spielen. Oh nein, und ich muss das machen. Oh. Sag Du mir, ich muss schaffst kein das, Alex. Gleichgewicht halten. Oh Geh Gott. zurück! Du verletzt dich noch! Halt die Klappe! Ich werde nicht ohne dich zurückgehen. Ich bin bei dir, bis wir sicher sind. Müsste ich mir eine Winde anziehen? Ich müsste mir so oder so eine Winde anziehen. Noch ein kleines Stück. Ich glaube, ich würde so nicht mehr das Spiel Hey, starten. Ethan. Ich bin für dich da, okay? Nein! Geh weg! Boah, ich hasse Kinder. Es ist zu viel. Ich muss dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Ethan, du musst dich beruhigen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm. Okay, hey, konzentrier dich. Sprich mit mir. Willst du mir erzählen, wie du es hergeschafft hast?
Ich wollte rüber auf die andere Seite. Wie schafft ihr es eigentlich, so lange den Balance zu halten? Ich wäre schon länger runtergeknallt. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Gabe hält uns. Wir werden nicht fallen. Er hält das andere Ende des Seils fest. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Und wenn ich es tue... Du wirst schon nicht fallen, okay? Es macht keinen Unterschied. Es ergibt keinen Sinn. Er muss sich beruhigen. Wir können hier nicht bleiben, Ethan. Wir müssen... Es wird mich sehen. Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was wird dich denn sehen? Du verstehst das nicht. Hm. Er hat recht. Das tue ich nicht. Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Und der einzige Weg, es zu verstehen, ist zu fühlen, was er fühlt. Oh nein. Ach, fuck. Ich kann nicht fassen, dass das passiert. Resin, wo er das Team hatten wir heute Nacht erst auf der Arbeit, wo zwei Leute in der Tür eingetreten haben. Einer den Monitor zerstört hat. What? Albert, was? Ich schaffe das. Ich krieg das hin. Shit! Shit, 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 shit! Das wäre so eine schreckliche Fähigkeit, ne? Das wäre so eine Fähigkeit, auf die würde ich einfach nicht klarkommen. Gott. Was passiert mit mir? Es ist, als würde ich die Welt durch seine Augen sehen. Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Ich fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Ach du Scheiße. Ja, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Aber es jagt mich. Wächterin hätte keine Angst. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon. Okay. Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor... Oh, nice. Shit. Es darf mich nicht sehen. Es darf mich nicht sehen. Das kann doch nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. Hey, hey, ich sehe es auch, Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch. Und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum? Es kann mich nicht sehen. Armreif des Verschwindens. Genau wie die neunte Wächterin. Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Naja, einige Geschichten sind wahr. Wie Monster. Also, du nimmst jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. Schau nicht runter, okay? Es sind nur ein paar Meter. Gott, ich wäre schon längst runtergeknallt. Sie kommen zurück. Halt das Seil straff, Gabe. Das ist noch nicht vorbei. Oh Gott. Okay. Ein Schritt nach dem anderen. Ich lass mich los. Glaubst du, der Stamm hält? Keine Sorge. Denk dran, ich bin den Weg schon mal gelaufen. Er könnte trotzdem... Aber in einem schnelleren Tempo. Unsere Emotionen sind verbunden. Mann. Ich muss ihn beruhigen.
frag mich, was Ryans Aufgabe ist, wenn er da seine Hände so komisch hält. Alter. Die machen es verdammt spannend. Ich glaube, Resi ist noch harmlos. Da ist Isobis in schlimmer. Ich bin beides schlimm. Alles gut, Mann. Halt fest. Sie sind fast da. Ganz ruhig. Alles klar. Geschafft. Ich hab dich. Verrückt. Du wirst eher da ein bisschen. Das stimmt. Ich dachte, sie warten. Die sollten noch warten. Ja, nee, klar. Und dann noch, dann direkt hast du das Kapitel Ende, oder was? Alter, ich hab gerade gefühlt einen Berg vors Gesicht bekommen. Alter. Vor allem, es hieß ja, sie warten mit der Sprengung, bis wir da halt raus sind. Haben sie wohl nicht getan. Alter. Alter. Hartes Ding, ey. Hartes Ding. Okay. Alex hat Ethans Pläne für sich behalten. 49%. Alex hat sich aus Mac und Riley Streit rausgehalten. Yep. Alex hat Gabe von ihrer Kraft erzählt. Oh, doch so viele. Hätte ich nicht gedacht. Alex hat Gabe auf der Brücke umarmt. Natürlich. Alex hat Riley ermutigt, in ihrem Gespräch ehrlich zu sein. Alex setzt im Gartenzwerg eine Sonnenbrille auf. Oh ja. Alex hat sich im Plattenladen ein Lied angehört. Natürlich. Alex hat Ryan gesagt, Gabe sei ein Nerd. Alex hat mit Gabe auf der Besengitarre abgerockt. Ja, definitiv, das war cool. Alex hat Spuren von Gabes Suche gefunden. Alex war Charlotte gegenüber optimistisch. Ich sehe, was sie von... Ach so, okay. Okay. Alice hat Jade gesagt, sie war nie Kellnerin. Alice hat Gabe gesagt, sie liebt die Gitarre. Jo. Wenn man mal von Alex Arbeit als Kellnerin beeindruckt. Ich glaube, ich habe trotzdem einmal das falsche Gericht gepackt. Steph hat gegen Alex im Jukebox-Spiel verloren. Oh ja. Riley und Max sind noch zusammen. Und Derki konnte seinen Lieblingswhisky trinken. Mhm. Okay, nächstes Kapitel.
Bin mir jetzt schon nicht mehr sicher, ob ich weiterspielen will. Nach der Aktion. Dass wir GTA 6 spielen wollen, wenn es mal erscheint. Ich weiß es nicht. Also ich habe fünf habe ich tatsächlich gespielt, aber nicht durch. Und auch nur mit meinem Freund. Ich bin kein großer Redner. Freund zusammen tatsächlich. Also für ich weiß mich es muss nicht. Ein Barkeeper vor allem eines können. Nein. Den Mund halten und zuhören. Nein. Und wenn es danach geht, war Gabe der schlechteste Barkeeper aller Zeiten. Auch ernsthaft? Ich habe nie zuvor einen Radfahrer anhalten müssen, der zu schnell fuhr, bis er daherkam. Er hat sich so viel Mühe gegeben mit meinem Bewerbungsessay. Obwohl er Bewerbung nicht mehr buchstabieren konnte. Oder Essay. Er hat meine Band für ein Gig in der Lantern gebucht. Den ganzen Weg von Seattle bis genau an diese Stelle. Ich erinnere mich an 14 verschiedene Gelegenheiten, an denen Gabe mich zum Lachen gebracht hat. Die erste war vor 2 Jahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Statt einem Strafzettel bekam er von mir ein Bier spendiert. Oder ich kann die Rolle als Grunk nicht ernst nehmen. Einen Meter weit weg. Und grinste uns an wie ein Idiot. Da waren sicher noch mehr Leute. Aber ich erinnere mich nur an ihn. Dann sagte er, ich weiß, deshalb ist das K stumm. Bei der 5. Gelegenheit. Es lag ihm wirklich jeder am Herzen. Er war die Art Typ, mit dem man echt immer gern abhängt. Er war ein Weltklasse-Spaßvogel. Er war mein bester Freund. Ich will nur eines über Gabe sagen. Er hat diese Bar als Fremder betreten, aber er verließ sie als Freund. Das wär's dann also. Was Gabe zugestoßen ist, war ein überaus tragischer Unfall. Und ich wünschte mir... Es war kein Unfall. Junge, fang jetzt nicht damit an. Gabe hat in der Mine angerufen. Ich habe ihm ein Satellitentelefon gegeben, damit er auf jeden Fall durchkommt. Die haben es verbockt. Und jetzt... Jetzt ist Gabe tot. Das war meine Schicht. Falls irgendwer angerufen hätte, wäre ich rangegangen. Niemand rief an. Du lügst. Und das direkt vor Gabes Schwester, verdammt nochmal. Alex hat die ganze Sache mit angehört. Ja, war Gronkh. War die Stimme von Gronkh. Oh. Er hat recht. Ich war dabei, als Gabe anrief. Ich möchte hören, was du dazu zu sagen hast, Mac. Ich habe dazu nichts zu sagen. Es gab keinen Anruf. Denkt von mir aus, was ihr wollt. Okay, Leute.
Dies ist eine Laufenermittlung und... Wie wär's, wenn wir den Ablauf nochmal durchgehen? Hm? Junge. Als ich dich im Plattenladen sah, wolltest du Gabe unbedingt finden. Erinnerst du dich warum? Hm? Wieder ein Streit mit Riley? Den Scheiß muss ich mir nicht geben. Ich sag ja nur, es ist schon komisch, dass du mit blutigem Gesicht aus Gabes Wohnung taumelst. Right. Und ein paar Stunden später verpasst du ganz zufällig den Anruf, der sein Leben gerettet hätte. Ich hab dir doch gesagt, es gab keinen Anruf, Mann. Vielleicht wurde er unterbrochen. Verflucht nochmal, ist ja nicht so, als wäre Gabe immer zuverlässig gewesen. Du passt lieber auf, was du sagst, Mac. Ryan, das reicht. Ich will genau wie du verstehen, was das zu bedeuten hat, aber das ist nicht der Ort. Schwachsinn, Dad. Dieser Typ nennt Gabe einen Lügner und das auf seiner scheiß Trauerfeier. Nein, ich sag dir bloß... Mac, ich schwöre, wenn du noch einmal behauptest, dass es keinen Anruf gab... Hört auf! Hört sofort auf! Das ist weder der Zeitpunkt noch der Ort. Heute geht es um Gabe. Okay, Ryan? Charlotte, es tut mir leid. Es ist nicht... Ich will nur... Ich bin nicht schuld an seinem Tod. Wirklich nicht. Was zum Teufel hast du gerade gesagt? Ryan, genug jetzt. Oh, komm schon. Ich meine ja nur, du warst doch schließlich der, Mac, halt den Mund, verdammt. Nein. Nein, na los. Du hast was zu sagen, Mac? Dann spuck's aus, verdammt nochmal. Komm schon, Jungs. Ich will nicht eingreifen. Also gut, wie du willst. Wo wir schon mit Anschuldigungen um uns werfen? Du hast doch das Seil durchgeschnitten, nicht wahr? Das Seil durchgeschnitten, damit wir anderen überleben? Alex? Bitte noch mehr atmen. Hey. Noch mehr? Okay, das können. Kriegen wir hin. Scheiß auf diese Typen. Ja. Alles okay? Im Moment. Mal sehen, wie lange es anhält. Du musst dich nicht zusammenreißen. Danke. Willst du... Ich habe nicht aufgeräumt, aber... Willst du reinkommen? Klar. Du spielst Gitarre? Ja, schon. Die war ein Geschenk. Nein. Von Gabe. Cool. Gabe wollte mich mit seinen Wheelies vom Plattenladen immer zum Lachen bringen. Hat nie geklappt. Dann hat er sich gemault. Das war lustig. Gabe wollte diese Lab-Sache für Ethan durchziehen. Aber am Ende war er viel aufgeregter als alle anderen. Ich hätte so gern gesehen.
Jetzt sehen Sie, dass der wirklich heißt. Ja, sieht schick aus. Erwachsener als noch in das Before the Storm. Ja, wir. Nicht dein Ernst. Das glaube ich nicht. Was? Er hat sie echt behalten. Dieser Arsch. Tut mir leid. Gib mir eine Minute. Na klar. Ah, kein Problem. Beruhig dich, Alex. Du kannst das. Du kannst das. You can do it. Woran auch immer diese Flasche sie erinnert hat, macht sie fertig. Ob ich ihr auf die gleiche Art helfen kann wie Ethan? Ich muss ihre Traurigkeit fühlen, um herauszufinden, wie ich ihr helfen kann. Jetzt kann ich herausfinden, was wirklich mit Steph los ist. Scheiß blauer Meteorit, total overpowered. Oh, ist dein Controller wieder kaputt? Wir spielen, bis ich gewinne. Dann schlafe ich heute wohl hier. Wie heißen die nochmal? Don't shit on my yard. Die sind mega. Ihr Gitarrist hat nur einen Arm. Krass. Alter, lass gut sein. Ich habe mein Busticket schon gekauft. Okay, okay, warte. Alles oder nichts. Noch ein Spiel. Wenn ich gewinne, musst du bleiben. Wenn du gewinnst, bezahle ich dein Ticket. Du hast soeben $50 verloren. Ja, gut. Ist hier noch irgendwas? Ja, gut, die Flasche. Und? Das hier. Auf deinen neuen Job beim Radio. Oh, hab ich's dir nicht gesagt? Ich nehme den Job nicht an. Ich ziehe nächste Woche nach Denver. Du machst was? Okay. Aber scheinbar bist du dann jetzt auch hier geblieben, ne? Okay, und die Flasche. Meine Damen und Herren, ich präsentiere den neuen ultimativen Kicker-Champion, Gabe Chen. Alter, du bist so ein Arsch. Jetzt muss ich für immer in dieser dämlichen Stadt bleiben. Wir wissen beide, du hättest mich besiegt, wenn du es wirklich gewollt hättest. Bullshit. Ich denke, ich weiß jetzt genug, um mir zu helfen. Ich kann nicht glauben, dass er fort ist. Ja. Er ist der einzige Grund, warum. Sorry, Alex. Ich komme gleich klar. Hast du Bock auf ein Match? Hat Gabe dir von unseren Spielen erzählt? Ich hab es mir gedacht. Naja, du lagst richtig. Ich glaube, jetzt ist kein guter Moment. Na gut. Bitte sag, dass ich nicht selber spielen muss. Also dann bis 5? Ja, von mir aus. Oh doch, ich muss selber spielen.
Oh, scheiße. Er hat sich auf dem Bildschirm die Spiele zu drehen. Das war eins unserer Lieblingsspiele. Dann musst du echt gut sein. Nein. Du warst in einer Band, oder? Ja. Was spielst du? Drums? Nein. Ich weiß nicht mal, wie man die... Wie lange hast du mit ihnen gespielt? Zu lange. Verstehe. Ich kann die Dinger halt nicht bewegen. Ich kann nur... Das passiert aber automatisch. Oh Gott. Nein. Ich bin nicht so schnell. Oh, Hilfe. Nein. Oh Gott. Oh. Ah. Ich verstehe es nicht ganz. Egal. Oh. Nein. Oh Gott. Nein. 5 Punkte. Wow. Was eine Überraschung. Ich meine, du hast dein Bestes gegeben. Ich meine, das war offensichtlich nicht mein Bestes. Nein. Ist okay. Ist ja auch nicht so leicht. Erfordert Skill. Oh, bitte nicht noch einmal. Und unbedingten Siegeswillen. Oh, ist das so, ja? Okay. Ohne Scheiß. Dieses dumme Spiel mit dir zu spielen, ist genau das, was ich jetzt brauche. Dann los. Nein! Oh Gott! Ich hab's früher schon gehabt. Diesmal werde ich mir auch Mühe geben. Nein. Also gib alles. Ich konzentriere mich. Gut. Wir wollen ja nicht, dass du abgelenkt wirst. Ich hasse es. Das da muss ich drücken. Ich find's einfach nur verwirrend. Die beste Nordwestband aller Zeiten. Los! Ist das dein Versuch, mich abzulenken? Natürlich nicht. Nein. Sleater Kinney, falls du es wissen wolltest. Nein. Wie habe ich das gemacht? Oh. Oh Gott. Nein. Puh. Nein. Oh, Gott. So schnell bin ich dich. Ich hasse es! Diesmal habe ich mich sogar wirklich angestrengt. Bitte nicht noch einmal! Okay, nicht so schnell. Nein! Alles oder nein! Nichts. Noch ein Spiel. Nein. Wer gewinnt, ist der ultimative Kicker-Champion. Nein! Ich weiß nicht. Ach komm schon. Nein. Du weißt genau, dass Gabe auch voll dabei wäre. Das ist gemein. Alle guten Dinge sind drei. Okay, jetzt geht's um alles. Dann streng dich an. Bei diesem Spiel darf man sich auf keinen Fall ablenken lassen. Oh, hör auf. Hey, sag mal, stehst du auf Frauen? Was? Ich hab keine Ahnung, was ich gerade gedrückt habe. Solange sie mein Typ ist. Was ist denn dein Typ? Ich hab keine. Sag's dir, wenn ich die Person treffe. Nein! Verlierer
sagen was? Was? Nö. Wie überzeugt warst du, dass das funktioniert? Von 1 bis 10? So circa 3? Das ist ja mehr als 0. Nein, nein, nein. Nein. Ich achte auch gleich wieder auf den Chat. Weißt du, es ist mit einer schwierigen Frage zu beantworten, aber richtig. Aber richtig gemein. Ich habe keine Ahnung, was ich geantwortet habe. Danke, Bramor. Danke, Alex. Ich bin echt froh, dass du mich überredet hast. Das hat wirklich Spaß gemacht. Gern. Hart, ey. Irgendwie verrückt, dass du genau wusstest, was mich aufmuntern würde. Ja, ne? Naja, dazu gehören immer zwei. Und ich hab's noch mehr gebraucht. Nee. Mit Wasser. Und was machst du jetzt? Was meinst du? Na, die Scheiße mit Mac. Der lügt so krass. Ja, du hast recht. Ich wusste, er ist ein Idiot, aber das ist echt krass. Ich muss einfach irgendwie beweisen, dass er lügt. Nicht nur für mich, auch für Gabe. Du kannst auf mich zählen. Egal, was kommt. Danke. Das bedeutet mir viel. Ich muss zurück zur Arbeit. Okay. Bis dann. Ciao. Ich bin sicher, dass Gabe angerufen hat. Aber hat Mac die Explosion nur ausgelöst, weil er sich an ihm rächen wollte? Gute Frage. Gute Frage. So, ich gehe aber einmal ganz kurz pinkeln. Und gucken, was ich einmal zum Abendessen esse. Ich habe nämlich nur nichts gegessen. Aber kurz Luki Luki machen.